Herzlich willkommen zum ersten Erklärvideo der Mediothek Wutöschingen. In diesem Video möchten wir dir zeigen, wie du dich über das Portal der Mediothek Wutöschingen bei Brockhaus einloggen kannst. Am einfachsten navigierst du zur Webseite der Mediothek Wutöschingen. Dort findest du nämlich den Link zum Brockhaus-Portal. Hast du auf diesen Link geklickt, erscheint eine Eingabemaske. Als erstes musst du die richtige Institution wählen. Da du deinen Ausweis von der Mediothek Wutöschingen hast, ist auch diese Institution auszuwählen. Danach wirst du nach deinem Benutzernamen gefragt. Gib hier die Kartennummer deines Mediothekausweises vollständig ein. Wenn also deine Nummer mit einer oder mehreren Nullen beginnt, dann gib auch diese ein. Gleiches gilt, wenn deine Nummer mit einem X endet. Zum Schluss musst du nun noch dein Passwort eingeben. Das Passwort ist identisch mit deinem Geburtstag. Trage nun also deinen Geburtstag inklusive der Punkte ein. Ist dein Geburtstag also zum Beispiel am 01.01.1970, dann trage ein 01.01.1970. Klicke nun auf Login. Waren alle Angaben korrekt, dann solltest du auf dieser Seite landen. Im Nachschlagewerk kannst du nun nach Stichworten suchen und die Informationen entweder in der Enzyklopädie oder im Jugendlexikon nachlesen und für dich privat verwenden. Die Online-Kurse sind aufgeteilt in Lehrwerke und Selbstlernkurse. Insbesondere für Schüler finden sich hier viele Lernmaterialien. Das Kinderlexikon bietet kindgerechte Bild- und Textinfos und auch zahlreiche Audios. Mach dich nun auf und erkunde die Welt von Brockhaus. Viel Erfolg wünscht dir das Team der Mediothek Wutöschingen.